Australia is proud to stand alongside Ukraine. Australien ist stolz, dass es an der Seite der Ukraine steht und von vielen anderen Mitgliedstaaten hier. Mitgliedstaaten, die fest entschlossen sind und an der UN-Charta festhalten. Wir verurteilen die Scheinreferenten Russlands in den besetzten Gebieten der Ukraine. Mitgliedstaaten, die entschlossen sind, Russlands illegale Annexionen zu verurteilen von ukrainischen Gebieten. Wir sind weiterhin engagiert für die Souveränität, Unabhängigkeit, Einigkeit und territoriale Integrität der Ukraine innerhalb der international anerkannten Grenzen. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lassen Sie uns absolut deutlich sagen, Russlands Scheinreferenten in den besetzten Gebieten der Ukraine haben überhaupt keine rechtlichen Auswirkungen. Ich wiederhole das noch einmal. Russlands schandhafte Referenden in den besetzten Gebieten der Ukraine haben keine rechtlichen Auswirkungen. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, wir rufen zum Frieden aus. Ein Frieden, der nicht einfach nur ein Fehlen von Krieg bedeutet, sondern der den Menschen der Ukraine die Möglichkeit gibt, nach ihren eigenen Regeln zu leben. In Souveränität, damit sie ihre eigene Freiheit genießen können. Australien würdigt diese bemerkenswerte Resilienz und den Mut der ukrainischen Menschen und des Volkes. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, jetzt ist die Zeit für die internationale Gemeinschaft, auch Mut zu beweisen und Entschlossenheit und die Ukraine zu unterstützen. Jetzt ist die Zeit zu handeln. Zu handeln, gemeinsam. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, wir stehen hinter den Vorrednern und ich möchte noch hinzufügen in meiner nationalen Kapazität, trotz unterschiedlicher Aufrufe der Weltgemeinschaft sofort die militärische Aggression gegen die Ukraine zu stoppen, hat die Russische Föderation beschlossen, weiter den aggressiven Krieg zu eskalieren, indem sie die illegalen Referenden unterstützt. Die Bürger wurden mobilisiert und auch Drohungen wurden laut, nukleare Waffen einzusetzen. Wir sehen auch Angriffe gegen die zivile Bevölkerung und auch gegen die zivile Infrastruktur in vielen ukrainischen Städten und auch im Zentrum von Kiew. Die manipulierten öffentlichen Wahlen drücken überhaupt nicht den wahren freien Willen der ukrainischen Bevölkerung aus. Sie leben in inhumanen Bedingungen. Es gibt Folterungen und Massenmorde. Noch einmal, wir drängen die Russische Föderation dazu, diesen Krieg zu stoppen und sofort komplett ihre Truppen aus dem ukrainischen Gebiet abzuziehen. Die Handlungen Russlands schädigen der globalen Wirtschaft und der Lebensmittelsicherheit vieler Länder, die heute hier vertreten sind. Außerdem ist es so, dass es eine ernsthafte Bedrohung ist für die Weltordnung und es schädigt allen Mitgliedstaaten der UN. Ungarn bekräftigt seine unveränderte Unterstützung der territorialen Integrität und der Souveränität der Ukraine innerhalb der international anerkannten Grenzen. In Anbetracht der sogenannten Referenden ist es so, dass die besetzten Gebiete der Ukraine, und wir lehnen das ab und verurteilen einstimmig die illegale Annexion durch Russland von Donetsk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, von diesen allen Regionen. Die Referenden verletzen nicht nur die grundlegenden Rechte der Ukraine auf Souveränität, territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit, sondern erschüttern auch die Grundprinzipien der UN-Charta und des Völkerrechts. Wir sehen überall auf der Welt, dass wir gerade nach der schlimmsten Pandemie der letzten 100 Jahre uns erholen und zu viele Mitgliedstaaten finden sich wieder in einer ganz besonders schweren Situation. Wir haben unvorstellbare Krisen, Energie, Lebensmittel, Wasserkrisen und auch die Auswirkungen des Klimawandels. Das alles wird verschlimmert durch steigende Lebensmittel oder Kosten des Lebens überall auf der Welt.
und die Resilienz der Mitgliedstaaten stehen auf einer Prüfprobe. Als Ergebnis ist es so, dass Unsicherheit und politische Unruhen überall ansteigen. Und diese haben potenzielle weitreichende Konsequenzen für die Sicherheit. Und die Nachhaltigkeitsziele stehen hier unter Gefahr. Aus Ungarns Perspektive ist der Krieg in unserem Nachbarland ein großes Sicherheitsrisiko mit multidimensionalen Konsequenzen für unsere Gesellschaften. Der Anstieg der Kosten für Lebensmittel, Energie und Brennstoff ist eine wahre Herausforderung für uns.